Let's play Friday the 13th Killer Puzzle. Teil 11. Hallihallo, Lucius Hakun hier mit einer neuen Folge unseres Lieblingsmörders. Wir waren ja schon wieder fleißig beim letzten Mal und es lief gut. Also immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich immer das Gefühl hatte, eine Folge lief gut. Auch bei Hand of Fate zum Beispiel, immer wieder. Dann verkacke ich es meistens in der nächsten. Aber besuchen wir mal wieder den Strand. Kann ich hier eigentlich einfach spielen, oder? Komme ich dann gleich ins Level? Ja. Perfekt. Also das Szenario gefällt mir auf jeden Fall besser als Manhattan, weil es halt einfach nach Strand aussieht. Manhattan fand ich so ein bisschen, ja, austauschbar. Es hatte jetzt nichts Besonderes irgendwie. Vielleicht mal eine Freiheitsstatue so im Hintergrund, das wäre auch cool gewesen. So, was? Lass sie nicht entkommen, Jason. Sie werden zum Ausgang rennen. Gut, Mama. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Kill mache, dann läuft der mir weg, ne? Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich weiß. Tun wir mal ein bisschen die Spielzeit. Opfer entkommen. Start das Level mit und bla, genau. So. Ich hatte, dass man nichts mit der Kühlkill-Kiste machen kann. So ein Environment-Kill. Wie es ja in manchen Spielen gibt. Also quasi, wenn er hier steht, dann ihm quasi den Kopf einquetscht oder so. Also gut, wir müssen aufpassen, wenn wir sie erschrecken, dass sie nicht dahin rennen. Okay. Das heißt, der Kill geht natürlich nicht. Gut, da gibt es nicht viele Richtungen. Erstmal runter. So, hier und da hoch, das geht auch nicht. Also eigentlich kann ich im Augenblick bloß. Gut, das ist wieder so ein Tutorial-Level. Das sollte ja auch einfach sein. Was passiert eigentlich, wenn ich da reinrutsche? Nein, ich kann da nicht reinrutschen. Okay. Okay, wir sind jetzt hier. Jetzt ist die Frage. Die Frage der Fragen. Was mache ich denn hier? Ich sagte ja gerade Tutorial-Level, ne? Also nicht zu viel drüber nachdenken am besten. Ja. Ich habe jetzt auch schon wieder fast. Nee. Hä? Ach Quatsch, was mache ich denn? So. Genau. Hier, und unser erster Schraubenschlüssel-Kill. Naja, war jetzt was unspektakulär. So, genau. Der hat ja einen Bart. Hihi. So, komm her. Und Schraubenschlüssel-Kill, die erste. Naja, eigentlich die dritte, aber. Okay. Da hat er ihm den Adamsapfel aber rausgeknüppelt. Oh, es wird Abend. Sonnenuntergänge hatte ich schon immer gerne, Jason. Die sind so malerisch. Also die Farben und das Lighting ist echt cool. Aber die sehen ja auch schon aus wie Zombies. Okay, und da sind die Polizei. Und diese Ausgangsfluchtdinger sind immer noch da. Okay. Okay, wenn ich da hingehe. Nee, das bringt mir gar nichts, weil dann kann ich nur zum Polizisten. So. So. Soweit war es ja jetzt ziemlich eindeutig. Jetzt kommen die interessanten Parts. Soll ich den Polizisten da umbringen? Aber wenn ich. Ach nee, dann läuft die in die Richtung. Das ist eigentlich erstmal ganz okay. Kann aber auch von hier einfach kommen. Dann kill ich die, dann läuft die nach oben. Mehr passiert erstmal nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Mal ausprobieren. Ja, ihr wisst ja, ich bin nicht so der Vorplaner. Ich probiere halt einfach mal. Ach, verdammt. Okay, den Polizisten brauchen wir am Leben. Okay. Dann machen wir erstmal so. Genau, die läuft nämlich dann da hoch. So, jetzt stehe ich da so ein bisschen in der Mitte bekloppt rum. Aber gut, nach da oben habe ich dasselbe. Gut, jetzt könnte ich ihn umbringen, dann bitte runterlaufen. Bringt mir das was? Ich weiß nicht. Das Problem ist, wenn die nach oben läuft, dann steht sie halt hier voll gut bewacht. Also da kann ich nicht einfach hinterher rutschen. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Okay, ich kann natürlich jetzt wieder zurück. Kann ich den Polizisten umbringen, dann läuft sie wieder runter. Bringt mir das was? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Jetzt gucken wir uns mal die Situation an. Okay, da kann ich aber definitiv nicht hoch.
Ah. Bringt mir das was? Dann läuft es halt wieder weg. So. Ja, sieht doch. Ach, ja, das war eigentlich gar nicht schlecht. Oh. Was macht er? Ah. Oh. Immer auf die Rippen. Das tut doch nicht gut. So, ist die Frage, wie ich sie. Ja. Ha! Ich mag diesen Seetang-Look, den er da hat. Bisschen wie Dreads. Final Hipster, so, weg mit dir. Bäm, hier auf. Min Bikini-Kill. Naja. Nicht wirklich spektakulär. Grotten, irgendwas. Oh, lauschig, lauschig. Und die kleinen Wändchen sind wieder zurück. Und die Kloäuschen. Ja, yeah, zwei Stück. Das ist ja Luxus immer, wenn man überlegt. Auf so Festival hat man da immer so das. Ich war zwar schon ewig nicht mehr auf Festival, aber da hat man so ein paar Stück. Und hier, du hast für drei Leute zwei. Nobel, nobel. Okay, weglaufen können sie mir schon mal nicht. Schönes Boot. Also bei den Landschaften haben sie sich echt Mühe gegeben, Mann. Was haben wir denn da? Warum ist denn da so eine Linie? Der sieht aber nicht gut aus. Und hier auch, oh, da sieht man, dass das nur Kulisse ist. Also wirklich. Nee, aber ein hübsches kleines Diorama, würde ich mal sagen. Okay, jetzt müssen wir mal genug getun geschwätzt. Ja, du wirst jetzt auch schon deinen Senf dazugeben, ich sehe schon. Okay, was für Möglichkeiten habe ich momentan? Nee, da ist nichts dahinter, gut. Also, da geht's doch drum. Also, da die da steht, da muss ich die doch bestimmt irgendwie auch wracken. So, jetzt die Frage, wie komme ich da rein? Gut, wenn ich von da erschrecke, dann läuft die mir dahin. Aber da muss ich auch noch irgendwie dann reinkommen. Puh. Mir schwirrt jetzt schon der Kopf voll. Was mache ich mit den Klohäuschen? Und es ist gar nicht so leicht, die zu erschrecken. Okay, wenn ich das Klohäuschen irgendwie in die Richtung schmeiße, dann ist es schon. Ja. Das heißt, ich darf es auf. Gar nicht so leicht. Na gut, wenn ich sie da hochjag. Erzeugt mich gerade alles nicht so. Aber gut, wenn ich jetzt das Klo raus umschmeiße, dann fällt es in die Richtung. Dann kann ich da gar nicht. Nee, das. Ich hoffe bloß, dass das nicht. Dann gehen wir mal so. So, genau, dann kann ich nämlich das erstmal. Ich weiß nicht, ob man das umschmeißen muss. Lass mal es mal in Ruhe. Am Ende denke ich mir so, nein, hätte ich das Klohäuschen da nicht. Genau, hätte ich das Klohäuschen. Genau. Haha. So, die lassen wir jetzt erstmal dahin laufen. Okay. Ich hätte das vielleicht nicht umschmeißen brauchen. Da brauche ich die öfters. Nee, das. Und jetzt? Bin mir noch ein bisschen unschlüssig. Ah, okay. Nee, ich muss von da kommen. Aber wie komme ich da an die ran? Weil das und das klar. Ja, und jetzt stehe ich da. Super. Also, es kann es nicht gewesen sein. Bringt mir das was? Auch nicht, ne? Nein, da bin ich mir jetzt echt gerade ein bisschen unschlüssig. Genau, alles wieder aufräumen. Nochmal. Also, ich kann Klohäuschen umschmeißen. Ich kann das eine Mädel erschrecken. Die Frage ist nur, ich bin mir echt nicht sicher, wie ich beide erledigen kann. Weil sie kann ich ja nur einmal als Stopper eigentlich einsetzen. Und dann ist die weg. Das war ja schon ganz gut. Da konnte ich dann einfach die beiden erledigen. Immer noch am Überlegen. Weil wenn ich hier reinkomme und die umbringe. Moment mal. Also, ich glaube, die muss ich als letztes. Und ich komme von so. Das heißt aber. Ja. Wenn ich hier.
Also lasst mich mal überlegen, wie ich an die hier rankomme. Das ist, glaube ich, nämlich der interessantere Part. Die Frage ist nur, wie. Also, ich kann sie dahin schicken. Genau. Irgendwas hatte ich jetzt gerade im Kopf, aber jetzt habe ich es wieder komplett vergessen. Super. Also, nochmal. Ich glaube immer noch, dass das der richtige Zug ist. Und der auch. Okay, wenn ich sie dahin schicke. Ist ja nicht schlecht erstmal. Dann könnte ich genau... Ah, ja, genau. Jetzt weiß ich es wieder. So. Doch, nämlich in die andere Richtung. Ha. Genau, jetzt kann ich nämlich den und den um. Na, das bringt mir auch nichts. Oh, nee, das war nicht gut. Hm. Ach so, nee, doch, das ist schon richtig. So, weil jetzt kann ich nämlich... Ah, jetzt hat. So, dich auch. Genau. So. Hallo. Bäm. Spiert. Keine Ahnung, ich überlege mir immer irgendwelche komischen Aussagen. Oh, Grillparty ist yay. Oh nein. Ich liebe den Geruch von gebratenem Fleisch. Okay, Mama. Oh, habe ich jetzt dafür Nerv? Minimalzüge und. Okay, ich kann... Moment, wenn ich dahin gehe, dann geht er mir ins Feuer. Gut. Wäre schon mal ein Problem. Wenn ich mich dahin bewege... Auch Feuer. Gut. Meine Hauptfrage ist jetzt eigentlich am ehesten, wie kriege ich den dann noch mit ins Feuer? Ich glaube auch, dass ich den als letztes brauche. Weil wenn ich nämlich hier irgendwie hinkomme, kann ich nämlich gleich hier nach oben. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. So. Gut, einmal Feuer. Puff. Nochmal Feuer. Ja, jetzt ist bloß die Frage, wie komme ich zu dem? Gar nicht, ne? Doch. Also ein ganz schöner Weg. Ich habe gerade nochmal 5 Züge. Nee, das... Das wäre schade. Beim Vorgänger, da kam, glaube ich, wirklich Polizei und... Die haben sich runtergelassen an so, Seilen. Ganz was Exotisches, so. Genau. Mal nachdenken. Also gut. Also wenn ich wirklich da wieder zurück muss, dann... Es ist eigentlich sinnvoll, den zuerst zu erschrecken. Machen wir das mal. So, du bist weg. Genau, und wenn ich dann nach unten gehe, komme ich sowieso da vorbei. Ich glaube, es ist schon ein bisschen effizienter geworden. Boah, aber reichen tut es immer noch nicht. Nicht mal ansatzweise. So. Ich verliere wirklich hier viel. Okay, sag mal, ich schicke den ins Feuer. Das bringt aber nicht so viel. Vielleicht müssen wir den Ansatz mal ganz überdenken. Okay, im Endeffekt habe ich ja jetzt hier schon echt viele Möglichkeiten Naja, noch nicht alle. Ich könnte da runter. 1, 2, 3. Boah, aber 3 für den Kill. Vorhin habe ich nur 2 gebraucht. 3. Dann stehe ich hier, dann könnte ich zum Beispiel 4, 5. 5, aber die hier stirbt, ist noch nicht gestorben. Aber, Moment mal. Vielleicht, ja. Also die Kills kriege ich damit zumindest voll. Ah, wird knapp. Na, ich habe noch 2 Züge. Das ist um einen Zug falsch. Mist. Aber wir sind nah dran, glaube ich. Also die mit einem Kill zu töten, ist, glaube ich, schon sinnvoll.
Ja, von da aus kann ich nur in die Richtung. Ja, es ist immer dieser Rückzug, der mir nicht gefällt. Aber es ist halt einfach nice. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man es billiger kriegt. Das Problem ist eher dann... Wie habe ich ihn jetzt umgebracht? Habe ich ihn mit... Ja, ja, genau. Ja, eigentlich... Ja, eigentlich sieht das schon gut aus. Na hier, ich kann natürlich auch so und so, aber dann läuft er mir ins Feuer und dann habe ich trotzdem das Problem. Moment mal. Okay. So, so. Nee, das ist schlechter geworden. Okay, jetzt gib mir doch mal einen Tipp. Lass niemanden verbrennen, Jess. Töte sie. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, chick, 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 vielleicht. Nee. Vielleicht. Ja, danke Mama. Ich glaube, das war der Tipp, den ich gebraucht habe. Ja, jetzt haben nämlich richtig viele Züge übrig. Naja, richtig viele, aber... Oh Gott. Ja, da habe ich mir echt von dem Feuer blenden lassen. So. Bäm. Platt gemacht. So. Aber das lief doch ganz gut. Muss ich sagen. So. Ihr ahnt es. Ich werde die Kiste noch öffnen und dann machen wir erstmal Schluss. Bäm. Bäm. Ah, was? Ein Rundschild. Na, da bin ich mal gespannt. Gucken wir uns das noch kurz an in der Nachtschicht. Aha. Ja, gut. Das Problem, das löst der Zukunft Stefan, würde ich mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht, aber ich stelle mich zurzeit ganz gut an. Rauszoomen. Bye, bye. Und noch viel Spaß.